Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Burnic. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Burnic. Willkommen zu mehr Post. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, das jetzt alles auszuschütten, aber ich mach's trotzdem. Wow, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht, Alter. Aber es sind echt so viele. Also, das hätte ich niemals erwartet. Und das Coole ist, ich glaube, heute ist Weihnachten. So, und ich war heute Morgen bei der Post, ich konnte nicht schlafen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich nicht eigentlich schlafen konnte und hatte keinen Bock, mich dazu zu zwingen. Da war ich bei der Post und die Frau hat gesagt, es hat nichts mehr reingepasst. Denn als ich meinen Schacht geöffnet habe, mein Postfach, da war gar nichts drin. Und ich habe mich gewundert und habe mir am Anfang gesagt, alles klar, dann ist halt nichts angekommen. Und dann hat mich die Dame angesprochen und mir gesagt, ihr Postfach war zu voll und wir mussten das in eine Box tun. Und ja, naja, jetzt habe ich das Problem. Eine richtig geile Nachricht. Es sind so viele große Briefe angekommen, dass ich gar nicht mehr abwarten kann, denn ich will sehen, was im Sinn ist. Wow, ich bin so aufgeregt. Ach du. Hi Danny, ich gucke schon sehr lange deine Videos und du bringst mich immer wieder zum Lachen. Ich bin auf beiden Kanälen aktiv, deine Videos am Schauen. Am besten fand ich The Walking Dead und deine Road to Commanders. Deine Pokémon-Spiele habe ich dir geschickt, weil ich schon mit der Story fertig bin und weil ich dir ein schönes Geschenk machen wollte. Den Landwirtschaftssimulator habe ich auf der Gamescom gewonnen, doch ich bin nicht der Simulator-Fan. Deshalb habe ich es dir geschickt. Wenn du das Spiel ebenfalls nicht magst, kannst du es wegwerfen. Ich hoffe, du freust dich über die Spiele und hoffentlich besitzt du ein Nintendo DS. Ich habe ein Zusatzblatt mitgelegt, worauf ich Autogramm haben will. Meine Adresse findest du unten links. Also ich will ja nicht sagen, dass ich, ja, ich will ja nicht sagen, dass ich wirklich nicht jedem zurückschicke, aber er hat mir gerade Pokémon Y geschenkt, was ich mir sowieso kaufen wollte, und den Landwirtschaftssimulator, mein Traumspiel. Das ist das Spiel, was ich mir schon immer zu Weihnachten gewünscht habe. Meine Eltern es aber mir nie kaufen wollten, weil das Spiel ab 0 Jahren alt ist. Hä? Wow! Also keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ihr müsst mir wirklich nicht sowas Tolles schicken, aber macht durch mehr davon. Oh mein Gott, heute ist Weihnachten. Naja, aber dir schicke ich auf jeden Fall was zurück, weil ich weiß nicht, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich würde ihm am liebsten das Geld schicken, als würde ich es gekauft haben. Aber wenn er es mir schenken will, dann okay. Also zum einen muss ich sagen, ich finde es wirklich richtig geil. Und ich bin mir echt sicher, dass das hier ein Mädchen gemacht hat. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Also ich rede jetzt von diesen blauen Dingern da. Machen meistens so Mädchen, weil es glitzert. Und von dieses Herz mit Lauf. Alter Schwede, ich bin... Wow. Karten, was zum Teufel? Kärtchen. Danny Jason Bester, The Last of Us. Beyond the Show. Happy Weeks. Das sind meine Let's Plays auf meinem Danny Jason-Kanal. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Danny Jason-Fans als Danny Burnic. Also mein Danny Jason ist mein Zwillingsbruder. Und dann noch ein T-Shirt. Wow. Yeah! Hardcore-Gamer, Hardcore-Gamer. Selbstgemacht, muss man dazu sagen. Yeah! Vielen Dank! Ich bin so glücklich in dem Moment. Wow. Da war jetzt kein Brief oder sowas dabei. Aber ja, danke, geil. Ich freue mich. Ich finde das echt geil. Also, ich weiß nicht. Oh, nur eine Snickers-Eis-Packung. Kein Snickers-Eis drin. Wenigstens Drogen. Wow, nice. Guck mal, Haribo-Packung. Also, das ist der Brief zu dem Paket von Robin. Hat ein bisschen was gemalt. Ja. Ich mach mal kurz die Adresse hier ein bisschen weg. So. Hab ein bisschen was gemalt. Ja, ich lese mir das auf jeden Fall nochmal durch. Aber ich will halt im Video nicht mal alles zu 100% lesen. Aber danke für die Haribo-Packung. Die werde ich gleich essen. Irgendwie komme ich nicht auf dieses Spiel klar. Ich werde es natürlich durchzocken. Heute noch. Heute Abend im Bett werde ich deine Spiele durchzocken. What the fuck? Heute ist Weihnachten für mich. Wow, noch ein T-Shirt. Cool. Oh mein Gott, wie cool. Wow. Also das ist wirklich grandios. Okay, es ist nur draufgeklebt, aber... Oder? Aber es ist ziemlich gut draufgeklebt. Schaut euch das mal an. Ein Snickers-Eis-T-Shirt. Ich meine, ein Snickers-T-Shirt. Wie cool. Yeah! Hey Danny, deine Videos sind echt sehr geil. Ich hoffe, das gefällt dir, das selbstgezeichnete Bild. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das T-Shirt unterschreiben würdest. Briefmarke zum Zurückschicken auch dabei. Leider konnte ich kein Snickers-Eis schicken. PS, mach weiter so wie bisher und weiterhin viel Glück. Meine Adresse auf der Rückseite. Ah da, okay. Ja, danke. Vielen Dank, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Danke. Oh, ich weiß ja, dieses Fühlen, das macht mich schon richtig hart. Nein. Oh mein Gott, noch eines. Leute, wenn ihr mir weiterhin diese Dinger zuschickt, ne,
dann werde ich so richtig fett. Und das wollt ihr nicht. Ich habe jetzt schon 2 Packungen davon bekommen. Aber danke, ich hätte die mir auf jeden Fall auf. Die andere Packung habe ich immer noch nicht gegessen. Aber das Gute ist, dass die wirklich lange halten und dass man sie lange verstauen kann. So, das war von Berghahn. Also vielen Dank dafür. Cool, also ja, ich weiß gar nicht, das ist so viel irgendwie. Ich komme mir vor, als könntet ihr sogar meine Miete bezahlen. Oh, es fühlt sich so gut an. Ich liebe es. Wow, Mirror's Edge. Hey Danny, ich muss dir das Game, das ich dir mitgeschickt habe, durchspielst und auf deinem zweiten Kanal deine Jessen hochlädst. Wenn du es wegen deinem Umzug sonst nicht schaffst, ist es auch nicht schlimm. Ach ja, und das Spiel kannst du behalten, das schenke ich dir. Du suchst die. Nice, vielen Dank. Wie heißt du? Ja, erwähne bitte noch Philipp Söder, Daniel Tutnev, Alex Bechtold. Sorry, wenn ich auch was verlesen habe, aber ich kann manchmal euer Schrift nicht lesen. Hier nochmal ein riesen, naja, ein großes Paket. Fühlt sich wieder so ein T-Shirt an. Und es ist ein T-Shirt. Ich finde, ich finde diese T-Shirts echt cool, muss ich sagen. Also, naja, solange ihr nicht alle... Wow, aber das ist wirklich richtig geil. Wisst ihr was? Ich ziehe das einfach mal an. Moment mal, bevor ich das anziehe, ich will erstmal gucken, ob das überhaupt für mich ist. Noch ein T-Shirt. Was ist das? Ich verstehe gar nichts. Ich sehe nur einen Fall. Das ist irgend so eine chinesische Schrift. Oh mein Gott, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich so fertig, Leute, wirklich, weil... hallo Danny. Hier sind Konrad und Maxi. Bitte schick uns die T-Shirts wieder zurück. Wäre echt geil. Oh Leute, ihr macht mir das Leben wirklich schwer. Weil, guck mal, ich schicke mir eure Lieblings-T-Shirts zu und ich kann euch nicht garantieren, dass ich sie zurückschicke. Ist das jetzt geklaut? Ich habe das Gefühl, ich bin ein Dieb. Ihr müsst mich mal verstehen. Ich habe hier diese T-Shirts und ich habe das Gefühl, ich bin ein Dieb, weil ich es nicht schaffe, sie zurückzuschicken. Und ich spucke schon, weil Diebe spucken. Das ist der Beweis, dass ich ein Dieb... Ich sollte ins Gefängnis gehen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Schau euch mal wie Snickers. Alle Snickers für mich. Wow, oh, das ist so viel. Leute, ohne Scheiß, ich komme nicht mehr klar. Es ist einfach zu viel. Ich habe 200 Euro bekommen von denen. Als kleine Spende. Und noch richtig viele kleine Snickers-Eis. Ja, von Luca. Vielen Dank. Vielen Dank, Luca, für die 200 Euro, die total echt sind, wie man sehen kann. Nicht aufgemalt, nicht gedruckt. Die kann ich im Laden geben. Und damit kann ich mir richtig viele Snickers-Eis-Packungen kaufen. Geil. Danke. Tja, Danny, wir haben zwar nicht viel Text dafür, aber ein Geschenk für dich. Ich hoffe, du schaltest es auf Marseille um. Schöne Grüße, deine Marseille Crew. Alias Mr. Katnuss und stolze 1852. PS, wenn du das Marseille nicht essen willst, schicke es bitte zurück mit Unterschrift. Also das klingt nach Metall. Oh, ein Schlüsselanhänger, glaube ich. Richtig geil, Mann. Schlüsselanhänger. Bestes Snickers-Size-Bild ever. Yeah. Es ist so ein... Ich weiß nicht, was es sein soll, aber halt so ein Schlüsselanhänger anscheinend. Sieht ganz witzig aus eigentlich. Mit so einem Indianerkopf. Nein, oder? Also das ist richtig heftig. Schau mich jetzt mal an. Schon wieder eine... Wow, alter Schwede. Ich werde so richtig, richtig fett. Ein bisschen. Hey Danny, ich schreibe diesen Brief, damit ich beweisen kann... Ich muss es epischer vorlesen. Hey Danny, ich schreibe diesen Brief, damit ich beweisen kann, dass es nicht nur Hater gibt. Ich liebe deine Videos, deinen Humor, dein Austicken und genau wie das alles Snickers-Eis. Und den Rest kann ich nicht lesen, weil es in einer einzigartigen Schrift geschrieben ist. Nein, es ist wirklich schwer zu lesen, aber ich werde es auf jeden Fall noch tun und mir Mühe geben, weil ich lese eigentlich alle Briefe. Nur für heute war es das wieder. Noch eine. Das sind so viele. Vielen Dank fürs tolle Schauen. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Das ist jetzt der dritte Teil von Die Post ist da. Nummer 3. Weil es der dritte Teil ist, wenn ihr versteht. Das heißt, die anderen zwei befinden sich in der Beschreibung. Die könnt ihr ruhig auschecken, wenn ihr Lust habt. Da hatte ich auch richtig krasse Sachen bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video mit dem Daumen nach oben zu bewerten. Schreibt in die Kommentare, wie lange deine Armhaare sind. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation weiterzutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!